Seid gegrüßt, herzlich willkommen bei Whisky Gold hier und es rappelt wieder in der Kiste. Eine relative Neuerscheinung, Dezember 2020 auf dem Markt gewesen. Kann man sagen auf dem Markt gewesen oder gar nicht richtig auf dem deutschen Markt erschienen und wenn dann erschienen, zu völlig überteuerten, abgehobenen Preisen. Also ich glaube, ich habe nur einen Händler gefunden, der diesen Whisky für ca. 125 Euro, das wäre Ausgabepreis 94 Pfund, in Schottland den so weitergegeben hat. Ansonsten habe ich unter 160 nichts gefunden. Ja, vielen Dank, kann man nur sagen. Also das sind ja Aufschläge. Also 160, glaube ich, war das 161, was ich gefunden hatte. Und dann nochmal aufwärts 200, 220 Euro. Jetzt kriegt man ihn tatsächlich immer noch, ich glaube, für 240. Einige Händler. Kann man machen, die Leute bezahlen ja auch das Geld. Und selbst bei Springbank, wie man weiß, gehen die Preise in den letzten ein, zwei Jahren deutlich nach oben. Ich habe geguckt, ich habe keine gekriegt, weil ich dieses Geld einfach nicht bezahlen wollte, das ist mir zu viel. Aber ich hatte ja das Glück, dass der Berthold sich eine gegönnt hat. Berthold, ich freue mich unwahrscheinlich, dass ich ihn probieren darf. Und er hat mir ein bisschen was von der Restplörrer übergelassen. Ja, Speyside. 1828 gegründete Brennerei, 1837 von der Familie Mitchell übernommen und immer noch in Familienbesitz. Machen sehr viel selber, alles sehr manuell, kein großer Ausstoß und ja, bringen immer gerne solche Sonderabfüllungen. Was mich wundert, ich war der Meinung, die bringen jetzt immer diese neuen Umverpackungen, diese breiteren Boxen. War zumindest bei diesem Rumwood Finish war das, glaube ich, auch der Fall. Ist hier nicht mehr. Ja, bläuliches Etikett, destilliert November 2002, abgefüllt Oktober 2020. Na, wie gesagt, Dezember, glaube ich, kam er bei uns auf den Markt. Ne? Wir haben 9200 Flaschen für die Welt und kein Farbstoff, keine Kältefiltration, 47,8 Volumenprozente. 14 Jahre Bourbon- und Rumfassreifung. Anschließend ein Finish, 3 Jahre in frischen Madeira-Starkweinfässern. Ja, zu Madeira selbst ist ein aufgespritzter, das heißt mit Alkohol versetzter Starkwein. Ist geschützter Name Madeira, portugiesische Insel Madeira, wer die kennt. Und in der Regel haben diese Starkweine dort so 17-22%. Ich war selbst schon mal vor Ort. Madeira ist echt muckelig, kann man machen. Und da kriegst du diverses an Portwein und Sherry, also auch altes Zeug, ne? Das staubt da so rum, da gibt es so einiges. Ja. Campbelltown Springbank Single Malt, 17 Jährchen hat er. Und jetzt bin ich gespannt, was der so drauf hat. Denn ich mag ja das Zeug schon eingetrübt hier. Also nicht wundern, für Neulinge, ein Whisky trübt gerne mal ein bei Kälte. Er ist nicht mehr kalt, nichts falsch verstehen. Wenn er nicht kältefiltriert wurde. Völlig normaler Prozess. Couvreurs, da ist es immer ganz oft auffällig, so der Overaged. Der trübt gerne mal, zumindest bei mir ein. Weiß auch nicht warum. Und ich stehe total auf Springbank. Ich mag das Zeug. Selbst der 10-Jährige ist für mich super geiler Whisky für, ja, mittlerweile 40 plus Euro, ne? Aber ein total solides, geiles Teil. Ja, und zu den Preisen. Selbst meine Local Dealer, meine Lieblingshändler so in Hamburg, wo ich gerne mal hinfahre. Hey, die wollten gleich alle Fuffi mehr. Ne, mach ich nicht mit, Leute, tut mir leid. Bin ich raus. Auch dieses Hinterhergerennen. Ich meine, ich habe ja auch frei gehabt, paar Tage oder paar Wochen. Und habe mich mal so ein bisschen durchs Netz geklickt. Entweder kommst du gar nicht ran, weil das gleich weg ist, oder einfach überzogen. Ach, das macht keinen Spaß. Da sage ich mir, man muss einen Berthold haben. Berthold, Spaß. Nein, aber ich freue mich darüber, dass Berthold mir dann den Rest hier noch ein bisschen zum Naschen gegeben hat. Irgendwo das typisch leicht dreckige Springbank-artige. Aber
richtig doll mineralisch, würzig. Frucht, Weingummi ähnlich, ganz, ganz leicht Weingummi. Und jetzt kommt natürlich so eine Note, da muss ich jetzt vorsichtig sein, ob ich das jetzt gut finde, nicht gut finde oder ob das einige andere vielleicht als störend empfinden. Ich habe total die Assoziation zu so Maschinen, verbrauchten Maschinen in Industrieöl. Ja, kommt so hin. Wie wenn ihr, keine Ahnung, Öl wechselt bei eurem Fahrzeug irgendwie und dann riecht ihr an dieser Wanne. Irgendwas, so, aber ganz leicht, ja? Also, das ist jetzt nicht negativ werden. Das kann ja schön sein. Also, findet ja jeder anders, ne? Ich rieche auch gerne an der Tankstelle, an der Zapfsäule. Finde ich total lecker. Also, mit den 3 Jahren, diese frische Madeira-Fässer, man merkt den Einfluss. Absolut. Rumfassen ist für mich immer schwer als. Nee, keine Ahnung. Ist für mich nicht ganz so greifbar. Frucht würde ich so ein bisschen Aprikose, Pfirsich geben. Trockenfrucht. Ja, so Weinessig im Hintergrund noch. Alkohol passt, sticht, beißt nichts. Mein erster Whisky, Nase ist noch nicht belastet, passt wunderbar alles. Das wechselt alles so ein bisschen. Aber dieses Maschinenweinessigöl, dieser Wein, Starkwein ist schon prägend. Ja, interessant. Sehr spezielle Springback-Nase. Irgendwo was Typisches, auf der anderen Seite wieder komplett anderer Schnack. Whisky Base fast 90 Punkte bei über 200 Bewertungen. Die können viel, die können es einfach. Zum Wohl, Berthold, auf dich. Madeira Hogsheads übrigens auch noch, ganz vergessen zu sagen. Recht kräftige Würze an der Zungenspitze, aber dann, vor allem im Hintergrund der Zunge, Creme Brûlée, sanft, sahnig, cremig, Karamell. Ingwer an der Zunge und jetzt hinten raus, wenn er abgeht, Thymian. Ich würde es als Thymian, als Kräuternote deuten. Ja, die Würze war schon merkbar, bemerkbar. Und hier kriege ich bei Springbank doch den zarten Rauch richtig gut mit. Jetzt, wo er mir so ein bisschen durch die Nase jetzt geht, alles leicht belegt ist, Abgang irgendwo zwischen mittellang und lang. Aber ich habe wieder dieses Maschinenöl, ne? Also diese frischen Madeira Hogsheads, die machen schon was her. Ich mag ja mal einen Portwein, ne? Oder Madeira Wein, oder wie man es auch immer bezeichnen möchte. Es gibt schon tolle Sachen. Ab und zu schmeckt das mal ganz gut. Schlingern.
durch im Glas. Ja, die Zunge gewöhnt sich an die Würze. Der flammt einmal richtig schön auf. Die Würze geht langsam zurück und aus dem Hintergrund schiebt sich ganz leicht, aber nicht zu doll, diese ganze cremige, karamellige, dieses Creme Brûlée mit dieser Trockenfruchtnote. Der Einfluss des Starkweins ist einfach gegeben. Nicht ganz so dreckig wie die sonstigen Standard-Springbank-Abfüllungen, finde ich. Dieses Raue, dieses Ungestüme fehlt ein bisschen. Er ist etwas gesetzter, eleganter. Aber das macht ihn alles, das Ganze macht ihn spannend. Durch diese ganzen Noten von Motoröl und Maschinenöl und ein Springbank, der einfach mal sich gut anstellen kann bei den anderen, weil er sehr eigenständig ist. Ja, gelungenes Zusammenspiel von dem ganzen Rum, Bourbon, Madeira, auch wenn ich mir den Rum wieder irgendwo suchen muss, zusammen fantasieren muss. Tja, für 125 Euro, toller Whisky, für 125 Euro kaufe ich mir so eine Flasche. Definitiv, finde ich geil. Nun werden wir sie aber nicht mehr kriegen für 125. Ja, noch ein Wort an die Händler? Nein. Verkneife ich mir. Ja, wunderschöner Malt. Sehr speziell für den Springbank. Und sehr lecker. Also wer auf so Portwein steht, darf hier gerne mal zugreifen. Da kommt ordentlich Einfluss raus. Ansonsten fliegt man nach Madeira, die haben geile Auswahl und die Insel ist auch sehr schön. Gut. Soll es gewesen sein. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich freue mich darauf, wie ihr die Preispolitik seht und vor allem, wenn neue Abfüllungen auf den Markt kommen und dann landen sie bei den Local Dealern oder in den Online-Shops und dann wird gleich ein Aufschlag von 30, 40, 50, 100% gemacht. Wie ihr dafür fahrt, ob ihr auch mittlerweile die Finger davon lasst oder sagt, ach, stelle ich zur Seite und dann klopp ich es bei eBay rein oder wie auch immer. Also, man kann ja alles machen im Turbo-Endkapitalismus, ne? Und wer ihn probiert hat, wie er euch geschmeckt hat. Habt ihr auch dieses Maschinenöl gehabt? Ey, ist so krass. Motoröl, Maschinenöl, wie auch immer. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.